Kultauswanderer Jens Büchner verstarb vor etwas mehr als einem Jahr völlig unerwartet an den Folgen von Lungenkrebs. Nicht nur Jens' Ehefrau Dani Büchner setzte das schwer zu, sondern auch seiner Ex-Freundin Jenny Matthias. 2010 wurden Jenny und Jens durch die VOX-Sendung Goodbye Deutschland bekannt. Die beiden haben auch einen gemeinsamen Sohn. Doch ihre Liebe war nicht für die Ewigkeit bestimmt. 2013 trennte sich das Paar. Obwohl Jenny und Jens sich auch nach der Trennung viel gestritten haben sollen, besuchte Jenny ihn kurz vor seinem Tod noch im Krankenhaus. Bei einer Sonderfolge von Goodbye Deutschland, die im November 2019 zum ersten Todestag von Jens Büchner ausgestrahlt wurde, zeigte sich Jenny sichtlich erschöpft. Sie schien sehr unter dem Tod von Jens zu leiden. Die 33-Jährige nahm 15 Kilo ab, hatte tiefe Augenringe und litt außerdem unter starkem Hautausschlag. Nach der Ausstrahlung schien sich Jenny aber wieder etwas erholt zu haben. Das lässt zumindest ein Selfie vermuten, welches sie an Neujahr auf Instagram postete. Unter dem Bild hagelte es durchweg positive Kommentare. Du siehst super aus. Wow, du siehst wieder richtig gut aus. Es scheint wieder aufwärts zu gehen. Doch seitdem ist es wieder still geworden um Jenny. Geht es ihr etwa immer noch nicht besser? Oder braucht sie lediglich eine Auszeit von all dem Trubel?